Hallo Leute, ich bin gerade auf 180, eher auf 365, weil dieses ganze Scheiß Customer Router Klumpert Schmarren kann man eigentlich nur vergessen. Ich zeige euch gleich warum. Und jetzt kommt's mir bitte nicht, ja, mit irgendwelchen, ja, eine Fritzbox, irgendwie, irgendwas kann das, aber das interessiert mich nicht, weil A, sind Fritzboxen scheiß teuer und B, in Österreich funktioniert mit Telekabel jetzt Magenta, also das Magenta gehört der deutschen Telekom, das funktioniert in Österreich nicht, ja. Es geht darum, wir basteln gerade bei uns in der Firma ein YouTube für Lernvideos, was aber nur intern, also nicht irgendwie aus dem Web erreichbar sein soll. Wir haben zwar da schon eine gute Software gefunden, nur für Demonstrationszwecke habe ich jetzt hier einen Server aufgesetzt, dass meine Vorgesetzten sich die Ergebnisse anschauen können. Aufgabe war es jetzt für mich, mache ein DIN-DNS, also Dynamic DNS, dass der Server, der jetzt bei mir da steht, von außen erreichbar ist. Und Leute, glaubt's mir, das ist gar nicht so einfach, wie ihr euch das vorstellt. Und diese ganzen kostenlosen DNS-Dienste könnt ihr euch, sagen wir mal, höflich ausgedrückt in den allerwertesten schieben. Die funktionieren nicht so, wie sie sollen. Und ich bin nicht bereit für einen Testlauf, der vielleicht ein, zwei Wochen dauert, da ein Abo abzuschließen für ein ganzes Jahr. Ich meine, entschuldige, da können mich die diesen da. Sorry, aber ich kann jetzt nur meine ehrliche Meinung zu dem ganzen Ballerwatsch sagen, von diesen sogenannten kostenlosen DIN-DNS. Ja, ich weiß, das Chaos da wird in den nächsten Tagen gemacht. Hier ist ein großes 12-Volt-Netzteil, was ein paar 100 Watt bringt, weil die ganzen Geräte da drinnen auf 12 Volt sind. Und hier ist noch mit dem Logo von UPC, jetzt Magenta, das ist das Kabelmodem. Das ist aber auf Bridge geschaltet. Das heißt, das Ding ist einfach nur jetzt ein Modem. Der Rest ist jetzt einmal der Wurscht, ja, die NAS und so weiter. Hier an der Wand hängt ein WLAN-Router und der ist auch zuständig, sich IP-Adresse und so weiter dann von dem Kabelmodem zu holen. Aber das Ding ist genauso deppert wie das, was ich euch jetzt zeigen werde. Ich habe probiert, so eine alte Netgear ProSafe Firewall. Ich habe probiert, D-Link, das ist irgendwie so ein DRI 655 und noch einen anderen TP-Link. Ja? Das ist der ganze Ballerwatsch, den ich da habe. So, die drei Geräte können alle kein vernünftiges DIN-DNS. Das Problem ist nämlich, diese ganzen Kasteln, ja, haben nur eingestellt, dass man vorgegebene DIN-DNS verwenden kann von Bezahl-DNS-Diensten. Aber der ganze Schaß interessiert mich nicht. Und ich habe das jetzt auf eine andere Art und Weise gelöst,
Weil mich interessiert nicht, dass mir da ein D-Link oder ein Netgear vorschreibt, welchen DNS-Dienst ich verwenden darf. Ich habe den, wie nennt sich das, einen Reseller-Account bei AllInkle. Gut, ich mache jetzt ein Werbevideo draus und da kann ich selber den DNS einrichten. Nur es ist nicht möglich, einen AllInkle den DNS auf so einen depperten D-Link oder so zu bringen. Und meine Lösung war jetzt eine ganz andere. Man gehe weg von diesem ganzen Customer-Klumpert, was man irgendwo kaufen kann, und besorgt sich einen professionellen Cisco-Router, ja, der, wo man alles einstellen kann. Und damit ist es möglich, dann alles zu machen. Sorry, aber wenn ich ein Gerät kaufe, was mir gehört, ja, weil wenn ich es kaufe, ist das mein Eigentum, will ich mir nicht von einem Hersteller vorschreiben lassen, welchen DIN-DNS und so weiter ich verwende. Das wäre eine Firmware von den ganzen Geräten. Nicht viel Aufwand, dass man sagt, Custom, und dann seine Daten eintragt und die Geschichte ist erledigt. Ich meine, entschuldige, in welcher Welt leben wir? Sorry. Aber, also für mich sind diese ganzen Geräte wie Netgear, D-Link und wie die ganzen heißen, erledigt. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Und ich entschuldige mich bei meinen Zuschauern, wenn es ein bisschen zu brutal war, aber ich kann über diese ganzen Produkte leider nichts Gutes mehr sagen. Das freut mir wahnsinnig schwer, weil die haben nichts Gutes, das ist einfach nur eine Katastrophe.